Zayd ibn Haritha war eigentlich einer von einer guten Familie bei den Arabern. Er war mit seiner Mutter unterwegs. Und dann haben Banditen sie angegriffen und die haben Zayd gefangen genommen. Und das war ein kleines Kind. Und dann haben sie Zayd nach Mekka gebracht und die haben ihn verkauft als Sklaven. Wer hat ihn gekauft? Hakim. Hakim ibn Hizam. Und Hakim ibn Hizam war Neffe von Khadija. Khadija war seine Tante. Khadija radhiyallahu anha. Dann hat Hakim ibn Hizam Zayd an Khadija geschenkt. Das heißt, er hat ihr diesen Sklaven hat er gegeben. Später hat Khadija dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zayd geschenkt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn sehr gemocht. Sehr gemocht. Und er hat ihn so gut behandelt. Die Familie von Zayd, sie haben nach ihm gesucht die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Sein Vater und die Familie. Und sie haben dann mitbekommen, dass er in Mekka ist. Dann kamen sie und die kamen zum Propheten und sie haben gesagt, das ist unser Sohn und wir wollen unseren Sohn zurück. Der Prophet sagte, schaut mal, er kann mit euch gehen, wenn er das will. Aber wenn er bei mir bleibt, dann kann er das wählen oder mit euch. Da hat er gesagt, nein, ich bleibe bei dir. Dann sagte der Prophet, ab heute, Zayd ibn Haritha ist nicht mehr Zayd ibn Haritha, sondern der ist mein Sohn, Zayd ibn Muhammad. Und das ist so geblieben. Zayd ibn Muhammad, bis die Adoption im Islam verboten wurde, das ist in Surat Al-Ahzab, hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, ud'uhum li'abaihim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war nicht der Vater oder ist nicht der Vater von einem Mann von euren Männern, sondern der ist der Gesandte Allahs, und der letzte Prophet. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uhum li'abaihim, das bedeutet, ihr sollt sie zu ihren Vätern zugehörig machen. Deshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nein, Zayd heißt Zayd ibn Haritha und nicht mehr Zayd ibn Muhammad.